Ja, Tag zusammen, Glück auf und hallo bei POTT.einander. Wir sind wieder unterwegs durch die Wälder am Essener Süden. Diesmal gehen wir einen Rundwanderweg durch den Essener Stadtwald und den Schellenberger Wald. Ja, die Tour kennen wir größtenteils, möchten wir euch aber nochmal vorstellen. Familienfreundlich, so soll es sein. Ungefähr, vielleicht 3 Stunden Gehzeit, 11,5 Kilometer, 200 Höhenmeter. Wir sind gespannt. Es wird auf jeden Fall lieblich, es wird mittelalterlich und es wird unglaublich schaurig schön. Seid gespannt, bleibt dran, kommt mit, auf geht's! Die Tour könnt ihr natürlich auch nachlesen. Grüne Routen, urbanes Wandern rund um Essen von Ralf Kindl und Jochen Plack, erschienen im Klartext Verlag. Ja, immer ein zuverlässlicher Partner, wenn es um interessante und abwechslungsreiche Touren geht. Mit dabei ist wieder die Annika. Hi! So ihr Lieben, wie ihr gesehen habt, haben wir soeben die Klusenkapelle erreicht und befinden uns jetzt wieder auf dem Baldeneysteig. So oft schon Teile davon gegangen, geht jetzt wahrscheinlich Richtung Hermannsblick. Ja, und zur Geschichte, der ehemalige Essener Oberstadtdirektor oder Oberbürgermeister, so, der Herr Zweigert, den haben wir nämlich den Stadtwald zu verdanken. Der hat sich nämlich gedacht, kaufe ich einfach mal ein paar Ländereien von den damals unabhängigen Siedlungen Rüttenscheid und Rellinghausen und pflanzte einfach ein paar Bäume an. Und zwar als Ausgleich, als Ausgleichsfläche für die Industrialisierung. Denn Bäume waren rar. Denn das Holz wurde gebraucht für die Eisenveredelung. Und so hat der Herr Zweigert das erste Umweltprojekt Essens ins Leben gerufen. Und naja, Anfang des 20. Jahrhunderts, so alt ist der Wald noch gar nicht. Habt ihr denn auch den Zweigertstein entdeckt? Wisst ihr, wo der ist? Seid mal gespannt, ansonsten guckt mal in den Videos, der Zweigertstein. Jo, ganz klar, gibt 2 Wege, runter und hoch. Welchen nehmen wir wohl? Ja, ganz klar. Auf geht's. Okay, dafür ist dann wieder jeder Höhenmeter gerechtfertigt. Herrlich. Also, das war mit Sicherheit das steilste und anstrengendste Stück, was ich hier jemals rund um den Baldeneysee gegangen bin. Boah, jetzt sind wir unterhalb der heimlichen Liebe. Und mein Gekeuchel wird mich verraten, hier wird Liebe niemals heimlich bleiben, auf gar keinen Fall. Ich kann auch nicht mehr. Eigentlich will ich auch nicht mehr. Ach ja, Kenner Wir wissen genau, wo ich nicht gehe. Nur nicht so weit. Wahnsinn. So, wir sind hier genau unterhalb der Neuen Isenburg, die wir natürlich auch schon hinreichend hier dokumentiert haben. Deswegen geht es jetzt auch fleißig weiter Richtung Korteklippe und den Schellenberger Wald. Ja, hier gab es auch mal ein Ausflugslokal. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Sage ich euch gleich. Die schwarze Lehne, sagt die Annika. Das war die schwarze Lehne, da hinten. Und jetzt ist es ein Ausflugslokal. Wie heißt das jetzt? Chicago. Steakhouse, glaube ich. Aber Ausflug hin oder her. Panorama unschlagbar. Ja, nicht das fliegende, sondern das grüne Klassenzimmer. Sehr, sehr geile Schutzhütte. Auf geht's. Jo, Freunde, wir sind in den Hülsenhainen im Schellenberger Wald und da war, wie ihr gerade gesehen habt, ein Sumpfstein. Kopf reinstecken und mal machen. Haben wir bei uns im Stadtwald doch auch im Waldpark. So, sehr, sehr geil und was ein Zufall. Dann kommen wir gerade von der Korteklippe und dann höre ich POTT.einander, POTT.einander. Und wer war das? Das war der Markus. Mein und unser lieber guter Arbeitskollege mit dem Wolle zusammen. Das ist ein Hammer. Zufälle gibt es, total geil. Weiter geht's, es wird schön kühl. Die Sonne geht gleich unter und es wird doch noch ein Nachtwalk. Geil. Ah, oh, schon wieder. Also unerwartet schlammige, verschlungene Pfade, die wir hier gerade begehen. Sehr überraschend, total toll, aber matschig und mit vielen Stolperfallen. Was meine Wanderbegleitung sehr zur Amüsemeng beiträgt. Ja, ich stolper nicht. Ja, ja, warte ab, du. Ich hole dich auch noch aus dem Dreck, du, warte ab. So unheimlich geht's weiter. Ist schon dunkel. Es wird dunkel. Von der Hexentaufe nahtlos ins Walpurgistal. Wo gibt's denn sowas? Ich glaube, wir können gleich die Taschenlampen rausholen oder das Kameralicht hier anmachen. Also die Restlichtaufhellung reicht momentan auch aus. Es ist eigentlich viel, viel dunkler. Spannend. Mal gucken, wie lange es noch gut geht. Ja, es ist soweit. Düster, dunkel. Licht ist aus. Macht nichts, wir sind bestens versorgt. Einmal hier durch das Kameralicht. Moment. Eins. Ja, guck mal. Ja, reicht eigentlich auch aus. Und ansonsten perfekt ausgeleuchtet, gleich mit der Taschenlampe. Aber hier mit diesem Licht ganz hervorragend. Zum Filmen, top, oder? Geht gut. Mega. Ja, aber dann mal weiter geht's. Ach, wo sind wir denn jetzt hier? Schon wieder im Stadtwald, ne? Geht gleich zur Schillerwiese, ja, und dann Waldpark und ab nach Hause. So, da die GoPro jetzt den Geist aufgegeben hat, warum, weshalb, weiß ich nicht, vielleicht war es ja zu kühl, greifen wir jetzt hier zur Handykamera. Und wo sind wir? Am Schillerbrunnen. So, und wenn man jetzt einfach mal die Lampe ausmacht, seht ihr wenig. Also ich bin echt heilfroh, hier mit einer Taschenlampe unterwegs zu sein. Das ist auch herrlich, oder? Wahnsinn. Also ordentlich kühl. Da ist die Anni. Ja, und da hinten sind noch ein paar Leute im Wald unterwegs. Ja, wir gehen jetzt einmal wieder. Oder so. Wow. Gehen jetzt zur Schillerwiese. Und da war nämlich auch ein Hinrichtungsort für Hexen, also Hexenverbrennung. In Essen. Man hält es nicht für möglich. Weiter geht's. Die Schillerwiese in der Abenddämmerung. Herrlich. Ganz besonders fein. Und wir gehen jetzt wieder in den Wald hinein. So, Nachtwanderung. Wie spät haben wir? 17:30 Uhr. Wir sind gleich wieder am Ende in unserem Heimatwäldchen angekommen. Es ist ohne Licht stockfinster. Und ehrlich gesagt fühle ich mich mit Licht echt wohler, aber das macht richtig Bock. Ein paar Meter noch im Dunkeln zu gehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine super tolle Runde, richtig Bock gemacht. Und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt... Uah!